Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Stefan aus Ulm. Schöne Grüße nach Ulm. Ja, hallo, schöne Grüße nach Berlin zurück. Dankeschön. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld, was heute nicht so richtig stimmt oder nur so ein bisschen. Stell dich doch mal vor. Also es stimmt schon auch. Ich bin Stefan, ich habe seit 2004, glaube ich, einen Wikipedia-Account. Ich bin aber auch ganz auf ganz vielen Feldern rund um das freie Wissen unterwegs, von Open Data über OpenStreetMap bis hin eben auch zur Wikipedia. Und wir haben uns in Kornwestheim kennengelernt bei der Wikicon im letzten Jahr, bei dem Kongress der deutschsprachigen Wikipedianer, also aus der Schweiz, Österreich, Deutschland. Und da hattest du über das Verschwörhaus was erzählt. Ja, wir sind in einer bisschen einzigartigen Lage zum Glück. Vom Hintergrund ist es so, es gab hier schon seit Jahren eine aktive Bewegung, Gruppe kann man eigentlich sagen, ja, die aus offenen Daten, aus freien Daten irgendwas machen wollte und auch freies Wissen, was in der Stadt vorhanden ist, eben auch befreien wollte, um das rauszuholen. Mhm. Und das war zunächst immer an der Uni oben verortet, weil das halt hier akademisches Umfeld und Hochschulgruppe quasi. Und wir hatten vor einer Weile gesagt, wir möchten das in die Stadt runterbringen. Und wir hatten das Glück, dass unsere Stadtspitze dem recht offen gegenübersteht. Und jetzt haben wir ein Verschwörhaus bekommen mit Billigung und mit offenem Geldbeutel der Stadt, wo wir sich all diese Aktivitäten unter ein Dach bringen können. Verschwörhaus, das klingt sehr verschwörerisch. Ja, auf jeden Fall. Wie kommt es zu dem Namen? Der Hintergrund ist, also ich kenne wenige Projekte, die im Lauf ihrer Konzeption so viele verschiedene und allesamt furchtbare Namen hatten wie das hier. Also vom Eihaus über das, wenn so eine Stadt sowas macht, dann heißt es ja irgendwas mit Lab oder irgendwas mit keine Ahnung was. Und wir hatten intern irgendwie den Namen gehabt, weil man muss sich so verorten, wir sind hier mitten in der Innenstadt. Also das sind, lass es 10 Minuten vom Bahnhof sein. Mhm. Und wir sind hier eingebettet auf dem Weinhof, das ist ein historischer Ort in Ulm eigentlich, zwischen der neuen Synagoge und dem historischen Schwörhaus, also wo der Oberbürgermeister am Schwörmontag seiner Bevölkerung praktisch Rechenschaft ablegt und die Treue schwört. Und irgendwann kam der Begriff Verschwörhaus und der hat sich gehalten und ist vor allem Google eindeutig. Das heißt, wenn man nach Verschwörhaus sucht, findet man nur das unsere. Und sowas ist ja wichtig. Das Schwörhaus, der Schwörmontag, das ist ja toll. Finde ich oh ja, da gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Der ist noch viel zu klein. Also das ist wirklich reichsstädtische Geschichte, die, da kann man sich verlieren drin. der Stadtrat ist das eine große Koalition oder wie wird er reagiert? Naja, er ist kommunaltypisch, also mit einem hohen Anteil an freien Wählergemeinschaften, die auch wirklich Gemeinschaften sind, weil es verschiedene Ortsteile sind, die halt repräsentiert werden möchten. Und ansonsten ist wirklich so wild durcheinander. Ich versuche gerade Zeit zu schinden, während ich auf der Wikipedia-Seite runterscrolle. Nee, es ist, genau, also der größte Block sind CDU tatsächlich mit 22% und ansonsten halt SPD, Grüne und dann sehr viele freie Wählergruppen, die eigentlich zusammen mit dem größten Block bilden, ja. Der Grund meiner Frage ist die Voreingenommenheit. Ich habe halt Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass Konservative sich für sowas einsetzen. Ja, aber das ist ja auch wieder eine Besonderheit der Kommunalpolitik. Da ist ja eigentlich die politische Ausrichtung jetzt nicht unbedingt so zu Hause wie auf der Bundesebene. Also ich müsste, der Antrag wurde einstimmig angenommen tatsächlich zur Einrichtung dieses Hauses und eigentlich auch, wir haben hier so Programme wie zum Beispiel Jugendhakt ist hier in Ulm verortet mit einem Regionalevent und die haben auch durch die Bank eigentlich große Zustimmung, großen Zuspruch. Also da tut sich die CDU genauso wenig zurück im Endeffekt wie eine Grünen-Fraktion oder andere. Also von daher, da kann man nicht klagen. Ist doch schön, wenn es auf kommunaler Ebene funktioniert. Ich freue mich immer über sachbezogene und sachgetriebene Politik und Entscheidungen, ja.
Wie bist du zu dem Projekt gekommen? Naja, ich habe mir es quasi so mit ausgedacht, wenn man so möchte. Der Hintergrund war eben auch, also bei so Projekten wie Jugendhakt, dass wir dann eben den damaligen ersten Bürgermeister, Finanzbürgermeister als Jurymitglied hatten, und das ist auch sein Steckenpferd, so ein bisschen hier so Zukunftsstadt und wie sieht eine Stadt von morgen aus, so von 2030. Und der war in der Jury, und natürlich haben wir die Jury in den Raum gesetzt, wo drei 3D-Drucker standen. Und dann denkst du, ja, also sowas braucht man doch eigentlich auch unten in der Stadt, nicht nur oben. Ich meine, die Uni ist, muss man dazu sagen, die ist auf dem Berg, auf dem Eselsberg, da fährt man mit dem Bus. Ja, unsere Berge heißen so, Eselsberg und Kuhberg und so weiter. Die Uni auf dem Eselsberg. Die Uni, ja, also Vergleiche bieten sich an. Mhm. Nee, und da fährt man durch den Wald 10 Minuten mit dem Bus, das ist also wirklich weit aus, weit ab vom Schuss. Und dann haben wir gesagt, sowas muss doch eigentlich unten in der Stadt sein. Und dann meinte er, ja, mal, schreibe jetzt den Antrag. Und dann haben wir einen Antrag geschrieben und jetzt haben wir das Haus hier. Mhm. Seit wann ist das? Wir haben am 1. Juli konnte ich die Schlüssel holen und aufschließen. Und ich müsste gerade gucken, wann wir das erste offene Editieren hier hatten. Das war aber tatsächlich nicht arg lang später. Am 1.10. haben wir das erste offene Editieren gemacht, ja. Also wir mussten hier am Anfang sehr viel noch umräumen. Es ist hier ein Sparkassenverwaltungsgebäude, ein ehemaliges. Genau, erzähl mal von dem Haus. Das sind tatsächlich sind's drei zusammenhängende Häuser, von denen wir in zwei davon Teile angemietet haben. Also man sieht es auf der Wikipedia-Seite von Ulm, also auf der Wikipedia-Ulm-Community-Seite sieht man es ein bisschen, dass vorne so ein Ladenlokal rundum verglast. Da war früher auch irgendwie so ein Kennzeichenladen drin, weil die Zulassungsstelle hier um die Ecke war. Dann geht es weiter in ein ehemaliges Callcenter, in dem ich auch gerade hier sitze, passenderweise. Mhm. Von dem, der Kollege schaut hier gerade ganz irritiert sich um, von dem merkt man hier gar nichts mehr tatsächlich. Das ist gerade so unser Hauptvortragsraum ein bisschen, wo wir die große Leinwand stehen haben. Und dann geht es hinten runter auf einen großen Gang und dann vier kleine, also mittelgroße bis große Seminarräume, wo man dann eben Workshops machen kann. Wir haben einen als Elektronikarbeitsraum eingerichtet. In einem gibt es eine Siebdruckwerkstatt, eine kleine, was aber nur Provisorium ist, weil wir im Keller noch einen ehemaligen Tresorraum haben, den wir im 1. Januar jetzt übernehmen konnten und der mittelfristig in zur großen Werkstatt umgebaut werden soll. Also es ist praktisch, man merkt schon, das klingt jetzt nicht so nach was man irgendwie in einem normalen Wikipedia-Stützpunkt finden würde, sondern das Ziel ist wirklich eine Ausstattung zu haben, die wirklich von allen Gruppen, die rund um freies Wissen, um die Maker-Bewegung rum sich ansiedeln, die von denen genutzt werden können hinterher und wo auch ganz gezielt die Überschneidungen auch hergestellt werden können, dass man mal über einen eigenen Tellerrand rausschaut, ja. Mhm. Aber ansonsten, man riecht öfter noch, dass es hier nach Sparkasse riecht und nach ausgelatschtem Teppich und da arbeiten wir aber noch dran. Wie riecht denn eine Sparkasse? Naja, kennst du diese Lamellenvorhänge, die man aus Arztpraxen kennt? Mhm. Ja, also so leicht vergilbt auch. Auf die schaue ich gerade. Und dann so diese klassischen Neon- also Leuchtstoffröhrenbeleuchtung an der Decke. Mhm. Und so ein blauer Teppich, auf, wo dann so richtig schon diese Laufstraßen drauf erkennbar sind und wo die Schreibtische standen und wo die Leute mit den Füßen gescharrt haben quasi. Also das hier schon noch erkennbar. Das ist ja Vintage sozusagen. Es ist Vintage. Es ist sehr Vintage auf jeden Fall, ja. Habt ihr eine gute Internetanbindung? Wir haben Glasfaser im Haus, also die Connections zur stadteigenen also Stadt zu den Stadtwerken, zur Telenet haben dafür gesorgt, dass praktisch innerhalb von Tagen hier Leute rumwuselten und dann verloren geglaubte Glasfaserleitungen in 500 Jahre alten Gebäudekellern wiederentdeckt haben. Und von 1653, oder? Ja, quasi. Also das ist, sagen wir mal so, das Gebäude gegenüber, wo es ist, das ist ausgebombt worden im Krieg, aber der Keller ist wohl wirklich irgendwie 300 Jahre alt. Und da läuft man so einen Gewölbekeller entlang und am Ende steht dann auf einmal so ein Server-Rack und dann kommt da Glasfaser raus. Mhm. Und von dem haben wir was abbekommen. Cool. Was kommen denn da so für Leute? Wir haben einen wilden Mix. Ich sag mal so, also ich versuche das ein bisschen zu kuratieren. Das ist nicht so... Also jetzt ohne irgendwelchen Hackerspaces zu nahe treten zu wollen, aber die tendieren ja in der Regel in so eine bestimmte Richtung von Publikum. Das kann man ruhig so sagen.
Das wird ja nochmal sagen dürfen. Ja. Das wird man, das muss man mal sagen dürfen. Und das ist ja auch nicht immer dann so, dass so ein Raum dann unbedingt der für alle einladend ist. Mhm. Und dementsprechend. Ihr versucht wirklich open zu sein. Wir versuchen, ja, und open sein heißt halt hier wirklich auch eine Mischkultur zu schaffen, die halt möglichst einladend ist. Also wir hatten jetzt, also dazu gehören dann Dinge wie zum Beispiel von der Nachhaltigkeitsgruppe hier, die haben Reallabor, einen Nähcafé hier anzusiedeln, einmal im Monat, wo Klamotten abgecycelt werden. Genauso aber eben auch mit dem Stadtjugendring, mit Jugendlichen dann zum Beispiel, die sind jetzt wieder Klamotten zufälligerweise, aber die Klamotten der Zukunft praktisch mit Wearables, den spielerisch so ein bisschen programmieren, Elektronik beizubringen. Wie gesagt, die Wikipedianerinnen, Wikipedianer, die hier Lust haben, dabei zu sein und Einführungskurse zu geben, OpenStreetMap. Aber auch was ein großes Projekt gerade ist, ist, das Ganze kommt ja aus der Richtung Zukunftsstadt, also wie sieht die Stadt 2030 aus und halt nicht dieser Top-Down-Ansatz, dass irgendwie eine große Firma kommt und Sensoren über der Stadt ausschmeißen, dann ist die auf magische Weise smart, sondern dass man hier die Bürgerschaft mitnimmt. Und ein Projekt, was wir hier gerade angestoßen haben oder das mit begleiten, muss man eigentlich sagen, es gibt eine Unternehmerinitiative hier in Ulm und die haben so ein Sensornetzwerk, so eine Infrastruktur ausgebracht, LoRaWAN heißt das. Und da gibt es jetzt Basisstationen in der ganzen Stadt, wurde binnen irgendwie 8 Wochen ausgerollt. Und wir haben praktisch hier wir bieten das Haus als Hülle für die, die sich jetzt da jetzt treffen und sich überlegen, hey komm, lass uns zum Beispiel diese Feinstaubsensoren, die Stuttgarter gebastelt haben, in dieses LoRaWAN-Netzwerk reinhängen, dass die dann irgendwo in der Pampa hängen können hinterher und ihre Feinstaubdaten übermitteln, kontinuierlich. Mhm. Und da merkt man halt eben auch, dass die Gruppen dann, da sieht man, okay, da ist wieder mittwochs ein Vortrag und da kommen wieder welche aus der Wikipedia-Ecke dahin. Oder wir haben beim Open Data Day, machen wir eben dann auch OpenStreetMap mit dabei und so weiter. Dass einfach, dass man das Ganze als großes Ganzes begreift und möglichst viele, die daran Lust haben, mitnimmt immer und ihnen Lust daran macht, mitzumachen. Mhm. Gibt es in Wikipedia an Ulm? Man glaubt es kaum, doch, auf jeden Fall. Ich meine, gab ja sogar welche, die auf der Wikicon eine Eule bekommen haben. Also Maimait bekam ja. Ach, die ist Ulmerin. Die ist Ulmerin, genau. Mhm. Schöne Grüße. Ja, wenn ich sie sehe, werde ich sie ausrichten. Ja. Genau, und also es gibt so ein paar Alteingesessene und tatsächlich aber auch in der Region immerhin auch jungen Wikipedianer, die dann auch den Weg hierher finden und mitmachen. Ach, die auch bei den jungen Wikipedianern dabei sind? Oder genau. Sind es einfach nur junge Wikipedianer? Es gibt mindestens einen jungen Wikipedianer, der wirklich bei den jungen, ich weiß nicht, muss man dann auch einen Mitgliedsantrag stellen? Nee, ne? Oh, das ist richtig, wie bei einer schlagenden Verbindung. Nein. Okay. Nee, man muss sich anmelden. Irgendwie. Bewerbung und, nee, ja, aber ja. Der ist da wirklich aktiv und ist auch in Wikidata aktiv, was mich sehr freut. Ja, das sind viele, weil man da viel leichter reinkommt als in die Wikipedia. Ich glaube, das kommt auch von aus welcher Richtung man dem der Sache begegnet, oder? Ich weiß nicht. Ja, die Community soll einfach entspannter und jünger und netter sein. Ich empfinde die Community als nett, ja, auf jeden Fall. Also ohne da einen Vergleich ziehen zu wollen. Was hattet ihr denn schon für Wikipedia oder Wikidata oder Umfeldveranstaltung? Wir machen, wie gesagt, diese Einführungskurse mit offenem Editieren einfach, um da eben auch zu versuchen, neue MitschreiberInnen zu gewinnen. Das ist dann, wie wird das angekündigt? Wie macht ihr da Öffentlichkeitsarbeit? Bislang eben, wir haben einen Twitter-Feed eben auch, wo wir es rausspielen. Es ist sehr viel persönliche Kontakt natürlich auch. Aber ich meine, sowas nimmt dann eben auch, kommt eben auch in den städtischen Veranstaltungskalender ganz offiziell natürlich auch rein, wo andere drin sind. Also wir versuchen es möglichst breit zu streuen im Endeffekt, um eben auch eine breite Masse anzusprechen. Wir haben es nur ein bisschen zurückgehalten, weil wir am Anfang nicht die Möglichkeit hatten, Leute mit irgendwie Arbeitsplätzen auszustatten, wo die dann auch ohne eigenen Laptop mitmachen können. Mhm. Aber nachdem wir die Möglichkeit jetzt haben, wird man dann nochmal ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren, genau. Und wie viele Leute kommen da so? Es ist in der Regel weniger als 10 waren es, glaube ich, nie, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ja. Cool. Das ist ja ganz schön. Ja, ich hoffe, dass wir es halten können und vor allem eben auch so einen Durchlauf bekommen. Parallel schaue ich eben gerade noch, dass wir das ganze Thema auch in Schulen reintragen. Wobei da, glaube ich, die größere Hürde ist, den Lehrerinnen und Lehrern klarzumachen, dass Wikipedia durchaus eine valide Quelle sein kann. Ach du lieber Gott, ja. Ja, ja. Das ist öfter mal das Thema.
da kann ja jeder reinschreiben, ne? Ist ja furchtbar. Da weiß ja niemand, ob das stimmt. Ja, ja. Aber eben auch Medienkompetenztraining für, also es ist Medienkompetenztraining für Schülerinnen und Schüler, dass die eben auch ein bisschen beurteilen können, ist sowas jetzt gut belegt? Und wenn nicht, macht man einen Wartungsbaustein rein, so mit dem Motto. Mhm. Genau. Und was wir sonst noch hatten, war im Dezember ein großer Workshop. Das war ja mal der Testballon zusammen mit der ja, mit den Communities aus den Open Knowledge Labs, zu denen ich ja auch gehöre so ein bisschen, denen mal Wikidata näher zu bringen und die darauf aufmerksam zu machen. Und das fand ich richtig cool. Also erstens mal, weil eben jetzt dann fast 50 Leute hier aus ganz Deutschland hier im Hause waren. Und zum anderen, weil ich also da Wikidata erst so richtig begriffen und die Potenziale und die Chancen verstanden habe, ja. Man muss es gezeigt kriegen. Also ich habe es auch nicht, für mich hat es sich auch nicht von selber erschlossen. Nee. Also es ist so, man findet es vorher so, ja, ist bestimmt cool und dann kriegst du es gezeigt und dann ist so, boah, mind blown. Keiner, also ich, ja. Bloß nicht hinklicken, sonst verändert sich was. Ja, wobei das geht ja. Also das führt halt auch dazu, dass dann, deswegen war die Querverbindung auch zu den OK-Labs toll, weil da waren Robby 5 und ich waren vor 2 Wochen jetzt fast bei den Future Mobility Days in Nürnberg. Da ging es ein bisschen um offene Daten im Verkehr und im Nahverkehr. Und wir wollten halt dann wissen, so Gebietskörperschaften und wo ist welcher Verkehrsverbund. Und ehe wir uns versahen, haben wir irgendwie jeder eine Stunde lang Landrätinnen nachgetragen in Wikidata. Das geht ja nicht, dass die da so ungepflegt sind. Da ist was falsch im Internet. Da muss man, ja, das geht nicht. Ja, schön. Und wie ist das Feedback so von den Leuten? Kommen die dann wieder, wenn die jetzt einmal da waren? Ist durch. Ich müsste gerade mal schauen. Muss mal auf den Kalender hier vor. Ich würde mal sagen, wir haben so einen harten Kern. Also ich werde unglaublich gut unterstützt von Eskra 31 und Looniverse, die mir da helfen, auch wirklich. Also wenn ich mal nicht da sein sollte zum Beispiel. Und dann haben wir halt dann so zum Beispiel, ja, ich will sagen, so Semi-Regulars zum Beispiel, die schon eine Weile editieren, die aber dann ein bestimmtes Problem haben und das dann als Anlaufpunkt nehmen. Also ich meine, das ist halt so ein, es sind zum Teil Dinge, die man auch auf dem Stammtisch besprechen könnte. Aber ich meine, das Ding soll den Stammtisch nicht ersetzen, sondern das soll einfach hier mal so ein bisschen mehr Arbeitssetting sein. Und dann kann man dann zum Beispiel mal gemeinsam sich an den Übersetzungshelfer dran setzen und mal einfach zu 5 mal drüber gucken und gegenseitig, gemeinsam dran verzweifeln und dann hinterher feststellen, wie es richtig gegangen wäre, so nach dem Motto. Es gibt einen Stammtisch Berlin, Wikipedia-Stammtisch, Ulm, Entschuldigung. Ja, es gibt einen, genau, den gibt es schon ziemlich lang. Hat MyMite auch wieder belebt tatsächlich. Der war eine Zeit lang brachgelegen und der trifft sich alle 3 Monate Größenordnung, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. So roundabout, ja. Ist das, wo treffen die sich? Treffen die sich jetzt auch im Verschwörhaus? Nee, das ist wechselnd. Das ist eher so in einem Gastro-Setting. Also halt die letzten Male war es zum Beispiel im Zunfthaus der Schiffleute. Das ist ein Restaurant im historischen Fischerviertel unten. Und ich glaube, ich muss gerade mal schauen, wo der nächste ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube, der Ort ist noch gar nicht festgelegt, ja. War das halt auch sowas, wo dann eben Leute aus der Umgebung, aus München oder aus Stuttgart herfahren können und mal gemeinsam auf dem Münsterturm hochsteigen oder den Tiergarten, das sehe ich hier gerade, den Tiergarten zu besuchen, weil der Artikel eine Überarbeitung bräuchte und Fotos. Und genau. Ja, schön. Wie ist so der Altersdurchschnitt? Bei was genau? Also beim Stammtisch oder beim... Beim offenen Editieren. Offenen Editieren. Ich würde roundabout schätzen, Durchschnitt gegen 30, wobei der Median wahrscheinlich ein bisschen höher liegt. Mhm. So etwa, ja. Und die Frauenquote? Ausbaufähig. Ich hätte jetzt zwischen 10-30% etwa so Größenordnung, ja. Ja, das ist ein guter Schnitt für Wikipedia-Umfeld. Ja, aber immer noch Ausbau. Also da kann man noch mehr machen. Wir haben ja dieses Woman Edit in Berlin, das läuft ganz gut. Da kommen immer so 5 bis 10 wohl. Ich bin ja nicht dort, bin ja keine Frau, aber was man so hört,
Und die fühlen sich da auch sehr wohl. Ja, also wäre auch was mal als Thema einfach anzugehen wäre, ja. Also was man mal anpacken könnte. Was stellen die so für Fragen beim? Hören die nur zu oder was ist deren Motivation, da auch hinzukommen? Die Teilnehmenden, also es ist rundum eigentlich. Also es ist zum einen ist es so, ich habe da mal was gemacht und jetzt kam ich hier an den Punkt, wo es nicht mehr weiterging und könnt ihr mir mal helfen, so einen gegenseitigen Austausch. Rechtsfragen auch, also wenn zum Beispiel es darum geht, kann ich hier die Marke, also eine Automarke tatsächlich, also das Logo einer Automarke, kann ich das überhaupt auf Commons reinbringen, weil man bräuchte es da und was sind die Anforderungen? Übersetzung tatsächlich, also das sind meistens so Ultraspezialfälle, zum Beispiel so, ich habe hier eine argentinische Gemeinde, die aber gleichzeitig auch irgendwie eine Verwaltungsgemeinschaft ist und es gibt einen spanischen und einen englischen Artikel, aber keinen deutschen und der spanische bezeichnet die Verwaltungsgemeinschaft und der englische die Kommune und wie kann ich da jetzt eine Übersetzung draus machen, so nach dem Motto. Also wirklich zum Teil sehr, sehr, sehr speziell. Aber eben auch so Kleinigkeiten wie der Clash zwischen visueller und Texteditor und wie macht man Referenzen richtig und sowas in der Richtung. Ja, querbeet durch eigentlich, ja. Ich sehe gerade, dass es mal ein Stadtwiki Ulm gab, das 2007 gegründet wurde, aber ist nicht mehr erreichbar. Huch, das war mir ja vollkommen neu. Ja, ich pack's mal in die. Vielleicht treppst du die Leute wieder auf, die das mal gemacht haben. Aber ist die Zeit der Stadtwikis nicht schon vorbei, so ein bisschen? Oh, ich war bei den Stadtwiki-Tagen in Passau letztes Jahr und es gibt ein paar sehr aktive und ein paar sehr große. Viele sind wieder eingeschlafen, aber die, die da sind, bei denen läuft es sehr gut. Gerade in Passau, da wird es von den Passauer, glaube ich, Neues Nachrichten, also von der großen Zeitung unterstützt. Okay. Und das läuft sehr gut. Und andere, bei anderen geht es auch. Also es hängt immer von den Leuten ab, die es machen. Meist sind das ja nur ein oder zwei. Und wenn die dann nicht mehr können, dann stirbt meist auch das Wiki. Der Busfaktor. Der was? Der Busfaktor. Was ist der Busfaktor? Der Busfaktor ist die Anzahl der Menschen, die von einem Bus überfahren werden müssen, bis das Projekt stirbt. Je kleiner der Busfaktor ist, desto schwieriger ist es für so ein Projekt, dann langfristig zu überleben. Der Busfaktor, mein Gott, ich lerne hier noch was. Gibt es auch einen Artikel zu, natürlich. Ja, wirklich? Okay. Truck Number, ja. Okay. Ach, bei Softwareprojektrisiken wird das gemacht. Ja. Ja, das ist ja, dann geht er bis dahin, dass Leute nicht gemeinsam im Auto verreisen dürfen. Ja, oder die Royals, die immer in getrennten Flugzeugen fliegen müssen. Ja, genau, ja. Ja, habe ich auch in Firmen schon erlebt, dass dann nicht alle in einem Bus durften. Oh Mann. Gut, Busfaktor, vom Bus überfahren. Jetzt haben wir so Wikipedia, was bei euch läuft, ne? Habt ihr schon mal überlegt, ein Standort zu werden, so wie das Lokal K in Köln? Prinzipiell auf jeden Fall, klar. Also ich meine, ich war jetzt, ich hab gesehen, dass im Wikimedia-Büro am Tempelhofer Ufer, dass da jetzt schon so eine Karte ist und da ist offenbar jetzt auch schon ein Magnet für Ulm dabei. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist zwischen einem formalisierten Standort und dem jetzigen Zustand. Gibt es vermutlich gar keinen, aber man ist dann offiziell irgendwie. Okay, ja. Wobei ich muss gucken, ob das mein Kollege dann offiziell eintüten muss seitens der Stadt als Partnerschaft oder sowas oder ob ich das, ja. Ich bin im öffentlichen Dienst, da muss man die Zuständigkeiten immer vorher ganz gut durchgehen. Oh ja, ganz wichtig. Ja, ich habe es gerade ernsthaft gesagt, ne? daneben mir nickt einer und grinst und lacht. Ja. Also, das sind sogenannte Community Spaces, von denen wir gerade reden. Es gibt welche in, muss mal gucken, Berlin. Naja, eigentlich nicht, aber man kann die Geschäftsräume mitnutzen von Wikimedia Deutschland. Dann gibt es welche eben in Bremen, Hamburg, Hannover, Köln, Lörrach, München und Wien. Ja, was das jetzt insbesondere bedeutet, kann ich nicht sagen. Da muss man mal nachfragen. Einfach sich mit Wikimedia Deutschland in Verbindung setzen. Ich denke mal so Finanzierung, Projekte, aber auch Werbung in der Wikipedia für Veranstaltungen, die bei euch laufen. Klappt ja, dann besser. Ja.
Ja, ist auf der großen To-Do-Liste dann quasi drauf. Jetzt ist auch ein Workshop. Ich hatte vorhin die Mail im Postkasten. Wo habe ich es hingesortiert? Da findet ein Community-Workshop statt. Oh mein Gott, ich krieg so viel Spam in letzter Zeit. Irgendwie hat mich irgendein Spam-Verteiler als Russe identifiziert und jetzt kriege ich mal Angebote, in Moskau zu arbeiten. Das scheint in Russland das große Ding zu sein, in Moskau einen Arbeitsplatz zu kriegen. Ah, ich finde es gerade nicht, aber ja, da findet so ein Workshop statt, vielleicht wäre das auch ein guter Kontakt. Gut, ich packe mal den Link in die Shownotes, dann kannst du da nachschauen. Mhm. Super. Okay. Community-Raum Berlin, ja. Ja, nee, die suchen ja noch ein zusätzliches Ladenlokal. Mhm. Das hat sie jetzt schon mehrfach zerschlagen, aber sie sind dran. Charlie hatte ich in der Jubiläumsfolge, in der 50. Wir sind gerade hier in der 54. Episode. Und in der 50. sagt Charlie, dass es gerade wieder zerschlagen hat mit einem Mietvertrag. Und Charlie ist eine Mitarbeiterin bei Wikimedia Deutschland. Praktikantin. In der Entwicklungsabteilung, die sich aber auch um Community Space und sowas kümmert. Ich glaube, ich habe ein Bild vor Augen, ja. Ja, wenn die doch nur irgendwie ein Büro hätten, das groß genug wäre. Ja, die wachsen halt. Und Lästerei. Okay, zurück nach Ulm. In Ulm gibt es das Verschwörerhaus und dort, du hattest ja auch schon erzählt, eben nicht nur Wikipedia und nicht nur Technik, sondern auch Siebdruck und Nekos. Genau. Also ein Hackerspace im weitesten Sinne. Hacken, ja. Muss ich auch mal erklären, so für die Zuhörer, ist für mich positiv besetzt. Hacken bedeutet etwas für etwas zu verwenden, wofür es der Hersteller nicht vorgesehen hat. Genau. Wenn man mit einem Stöckelschuh einen Nagel einschlägt, dann ist man ein Hacker. Oder wenn man eine Bierflasche an der Tischkante aufmacht, ist man auch schon ein Hacker, weil man dann die Tischkante für etwas verwendet, wofür sie nicht vorgesehen war. Genau, da gibt es auch irgendwie dieses Wau-Holland-Zitat mit dem Toaster oder sowas. Wenn ich mir überlege, ich versuche mir einen Weg zu finden, wie man mit einem Toaster Spiegelei machen kann oder irgendwie sowas. Mhm. Genau, also der Hintergrund, wie man mit der Kaffeemaschine Toast zubereiten kann. So. Nee, der Hintergrund ist hier, wie vorhin gesagt, also mit dem Zukunftsstadt-Thema. Das ist ja, man muss ja aufpassen immer bei den ganzen Open Government, Open Data Themen. Das Thema ist ja so voller Buzzword-Bingo und Bullshit, muss man ja offen sagen. Also da kommt irgendwie, wenn dann Förderung da ist, also wo der Trog ist, da kommen die Schweine und dann kommt irgendwie so eine Beraterklitsche und macht irgendeine Bürgerbeteiligung und keine Ahnung was. Und dann soll die Stadt von oben runter verordnen, wie die Menschen in 15 Jahren leben sollen. Mhm. Das Ziel hier ist ja, wenn man sagt, dass die Bürgerschaft selber mitbestimmen soll, wie Zukunft aussieht und eben auch, ich meine, kein Mensch hätte eine Wikipedia. Also wenn ich zu einem Venture-Kapitalisten hingehe und sage, hier, ich habe hier so ein Projekt, dann sagt er, ja, was willst du machen? Ja, ich will eine freie Enzyklopädie, die hinterher unter freier Lizenz ist, wo niemand irgendwie was verkaufen kann. Da wirst du nach Hause geschickt. So. Ja, inzwischen wissen sie, dass man mit Spenden das sehr gut gegen viele. Ja, inzwischen schon, aber ich meine, ex post ist mir immer schlau. Ja. Hinterher aber, hat man immer alles vorher gewusst. Genau, genau. Das Survivor's Bias, der dahinter. Und genau, das Ziel ist hier halt auch dann zu sagen, wir brauchen eigentlich so eine Mündigkeit, also digitale Mündigkeit schaffen, Medienkompetenz schaffen, dass Leute auch was machen können und auch so einen Raum haben können, einfach mal rumzuspinnen und einfach mal auszuprobieren. Also ohne irgendwie da jetzt direkt schon ein konkretes Ziel unbedingt vor Augen haben zu müssen. Einfach auch mal Angst zu verlieren vor der Technik. Ne? Wenn man es mal angefasst hat, dann ist ein 3D-Drucker nichts Zaubermäßiges mehr, sondern einfach nur ein Drucker, der auch noch eine dritte Dimension sich bewegen kann. Ja, also eine automatisierte Heißklebepistole, wenn man so will, die dann in der Gegend rumfährt. Und einfach auch, um da die Berührungsängste zu nehmen und Leute anzuleiten, auch mal was auszuprobieren, war die Idee hier praktisch diesen Ort zu schaffen, wo es zum einen halt dann auch wirklich geleitete Kurse in Anführungszeichen sind, wo man rangeführt wird ans Thema, aber eben auch der Raum da ist, wo Leute einfach hergehen können und sagen, hier, jetzt ist offen, jetzt gehe ich hin und ich wollte schon immer mal mir eine Seifenblasenmaschine fürs Fahrrad hinten ausdrucken, die ich auf den Gepäckträger spanne und dann mache die Seifenblasen, während ich im Fahrrad entlang fahre. Mhm. Und sowas soll halt genauso erlaubt sein, wie eben ja, sich sein Fahrrad mit Solarmodulen auszustatten, um die Beleuchtung
genau, zu machen. Genau, ja. Mit Akku am besten noch zwischendrin, damit es nicht gleich sein muss. Richtig. Ja, und wäre auch Quatsch, melden zu können. Wäre was für ein Stupid Hackathon, das könnte man ja machen, ne? Genau, ach, und das gibt es einen herrlichen Twitter-Account von einer Frau, die Trash-Robots herstellt. Simone Giertz. Gut möglich, dass sie das ist. Ja. Aber das ist Kunst, das ist fantastisch. Das ist, vor allem muss man erstmal auf die Idee kommen, ne? Das ist ja schon. Gut, genau, also, ich schweife ab, du weiter, ja. Nee, also um den Raum zu schaffen einfach auch und wie gesagt, also mir ist es dann Anliegen, halt wirklich nicht zu sagen, ich spreche nicht nur die an und nicht nur die, sondern wenn es um freies Wissen geht, dann gehört die ganze Familie im Endeffekt dazu, also von Wikipedia über OpenStreetMap und die Open Knowledge Labs und hast du nicht gesehen, also auch die ganze Open Data Welt gehört damit dazu und dazu gehört eben auch dann eben über den Tellerrand raus, also hacken auf jede erdenkliche Art auch nur und sei es die Strickmaschine, die mit einem Mikrocontroller hinterher angesteuert wird, damit sie, keine Ahnung, das Gesicht des Bürgermeisters stricken kann oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja, das ist diese Angst verlieren, mal mit was rumspielen, mit der Technik umgehen, das fehlt sehr. Medienkompetenz fehlt sehr. Wenn ich mir die aktuelle politischen Entwicklung angucke, fehlt da die Kompetenz, halt mit Facebook umzugehen, zu erkennen, dass man in der Blase ist, zu erkennen, dass man immer nur dasselbe hört von denselben Leuten. Das Problem ist ja auch, wer soll es denn beibringen, ne? Ja, Lehrer. Ich hatte ja nun schon Lehrer hier. Mit dem Franco Rau hatte ich jemand drin, der mit Studenten ein Wikibook schreibt und versucht, die ranzuführen. Aber selbst die haben Probleme, damit umzugehen. Und ich sehe es an der Schule meines Sohnes, der ist im Gymnasium, der ist 13 Jahre, dass da die Lehrer eben von totaler Verweigerung bis hin zu sehr kompetent sind. Totale Verweigerung in welcher Hinsicht? In Richtung Computer. Also E-Mail machen sie noch, aber nichts darüber hinaus. Also Smartboards, diese elektronischen Tafeln, ja, werden wie Kreidetafeln benutzt. Dadurch, was natürlich totaler Quatsch ist, weil das totale Vergeudung erstmal der Möglichkeiten ist und auch eine Geldverschwendung ist. Ja, wobei ich vielleicht bin ich schon zu alt, aber ich habe bei den Smartboards immer noch nicht rausgefunden, was an denen jetzt so super toll ist. Ich habe es einmal gesehen, also in der vorigen Schule, die haben einen Tag des offenen Unterrichts, auch sehr einzigartig. Da kann man einfach hingehen und zugucken, wie die Unterricht machen. Mhm. Und der eine, war es jetzt Geschichtslehrer, der holte Tafelbilder von vor 2 Wochen raus und korrigierte da was oder schrieb was. Ah, okay. Mhm. Dann war ein Video direkt dort, haben sie gleich eben drauf getippt und sich das angesehen. Sie hatten auch Berechnungen so gemacht, und also Geometrie direkt dort. Und das wurde dann gleich mit berechnet und dann konnte man auch nochmal ähnliche Figuren machen. Also man hat da schon Möglichkeiten. Es ist eben nicht nur, dass man Folien an der Wand wirft, sondern man kann interagieren damit. Ja, es ist halt eine ganz andere Art und Weise, einen Unterricht vorzubereiten dann, ne? Ja. Na gut, ich glaube halt, wenn du in einer Schule bist, dann kannst du halt auch tatsächlich mit dem Anspruch reingehen, nach dem Motto, das Internet, das geht ja schon wieder weg, zumindest bis ich pensioniert bin, dann ist ja egal, so nach dem Motto. Und die Lehrpläne dauern so lange immer, ne? Das dann, ja, das ist aber, also wer, jetzt ist es zu spät, noch bis zu, also wer nicht in 2 Jahren in Pension geht, für den, der muss sich das noch aneignen, der, ja, weil der die Kinder müssen das können, die müssen einen Partner haben. Das ist ja eh die Frage, ob Schule da überhaupt dann der richtige Ort ist, weil ich meine, ich habe da die Tage einen super Text gelesen, ich werde ihn nie wieder finden wahrscheinlich, aber da haben dann die Schülerinnen und Schüler einem Lehrer die vollkommen neue Sprache beigebracht, wenn man ja textet. Also wenn man okay schreibt mit Punkt hinten dran oder okay ohne Punkt, das ist ja ein semantischer Unterschied, wenn ich irgendwie eine Kurznachricht schreibe. Und da entwickeln sich irgendwie ganz neue Kulturformen, die... Oh, das weiß ich aber auch nicht. Weißt du den Unterschied? Ja, stell dir mal vor, wenn du gut schreibst mit Punkt hinten dran, dann es klingt ja sarkastisch. Ach so. Mein Gott, ich bin so ahnungslos. Weil sonst würdest du ja den Punkt weglassen, weil den brauchst du ja nicht beim... Wenn es also neutral wäre, ein Ausrufezeichen, müsste man ja fast sagen. Okay. Oder nichts dazu geschrieben, ja. Verstehe. Na, ich kriege das immer mit hier beim Sprachlog. Anatol Stepanovic, der ist so der Erklärbär für Emojis. Mhm. Was an mir vorbeigeht, weil meine Augen zu schlecht sind, um die auf dem
iPhone überhaupt großartig unterscheiden zu können, aber das ist auch eine eigene Sprache, die, also Wortzeichen oder das ganze, ganze Meme sind das ein einzelnes Emoji oder eine Kombination von zwei. Ja, vor allem die auch dann sprachunabhängig funktionieren, das ist ja das Spannende auch. Ja, obwohl es da auch kulturelle Unterschiede gibt, weil manche Gesichter werden in verschiedenen Kulturen unterschiedlich verstanden. Ja, ja, und das, wie war das, das Nasenschnauben und die Nasenblase und so weiter, die schwierig sind. Nee, das weiß ich jetzt nicht mit Nasenschnauben. Den Kackhaufen versteht jeder. Ja, okay, ja. Pile of Poop Emoji. Nee, was ich vorhin sagen wollte mit Schule, ich weiß halt nicht, ob Schule immer der richtige Ort dafür ist, tatsächlich so Jugendmedienbildung zu machen, weil ich meine, wir hatten hier jetzt in Ulm zweimal Jugendtakt und auch einige so Workshops, wo er den Kids was beibringt und dieses spielerische Rangehen und einfach selber ein eigenes Problem zu identifizieren und mal sich zu überlegen, wie kann ich das mit den Mitteln der Technik lösen und dann das wirklich nur als Mittel zum Zweck zu benutzen und dann, das dabei dann sich anzueignen selber, habe ich den Eindruck, dass da die Lust und der Spaß dran deutlich größer ist, als es in der Schule irgendwie vermittelt zu bekommen, nach Lehrplan, nach Pflichtfach, nach ja, musst du jetzt machen hier quasi, das gehört dazu und wenn du über das Stückchen springst, dann kriegst du eine Eins. Das hängt sehr vom Lehrer ab. Also ich kenne auch Lehrer, die das da sehr gut machen. Es ist natürlich immer ein bisschen abenteuerlicher, ins Verschwörerhaus zu gehen, die Verschwörerhaus, ja, und da mal einen Tag lang richtig rumzuhacken. Das, ja, klar, ja. Das ist ja auch toll, das ist ja auch großartig. Gibt es schon Jugendreisen nach Ulm, um dann ins Verschwörhaus zu gehen? Tatsächlich ja. Also, es wird im zum Open Data Day, der ist ja am Wochenende des 4., also der Open Data Day ist am 4.3. so. Und an dem Wochenende wird eine Delegation hier sein. Das, also Jugendhakt war letztes Jahr in Südkorea mit wie viel Jugendliche waren das? 10, mit 10 Jugendlichen genau waren die in Südkorea. Ach, da war der Jens Ohlig von Wikimedia Deutschland. Genau, ja, Jul, unser super Mentor. Den muss ich noch hier auch mal in die Strippe kriegen, der muss auch mal davon erzählen. Der kam total beseelt wieder von dort. Ja. Das wundert mich nicht, ja. Nee, die waren da und Yuka, also Grünzeug heißt sie auf Wikipedia, ist da auch Mentorin bei oder Organisatorin bei Jugendtakt und die hat die Kids jetzt für ein Wochenende hierher noch geholt und da werden sie auch hacken und Dinge machen. Also da werden tatsächlich gibt's Jugendreisen nach Ulm. Das wird ja sehr toll. Ja, wir arbeiten noch. Also das ist dann, das ist wirklich noch ein bisschen ein Problem, weil ich meine, sag mal, die Kids, die halt gerne sowas machen, die Spaß dran haben, die sind dann in der Regel halt dann irgendwie auf das ganze Land, aufs ganze, ja, aufs ganze Umfeld hier verteilt. Und so luxuriös wie bei Wikimedia, die dann da Reisekosten erstatten können und so weiter, das ist jetzt eher eine Ausnahmesituation in der Welt des freien Wissens. Also von daher ist es dann oft, dann ist man auf Förderung angewiesen, dass irgendwer da eine Förderlinie gerade hat, die man dann bewilligt bekommen hat und dann daraus solche Jugendreisen finanzieren kann quasi. Nicht schlecht. Was macht ihr, um an Ältere ranzukommen? Die kommen von selber. Zum einen, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Wikipedianer ja eh ein bisschen älter sind, aber da gibt es ja durchaus ältere Semester auch. Und tatsächlich kam jetzt am, oh, ich muss gerade überlegen, gestern tatsächlich, ja, kamen drei Leute, es gibt hier einen Generationentreff in Ulm und die haben eben auch so Austauschtreffen, wenn sie sich gegenseitig ihre Smartphones jailbreaken wollen und so weiter und so fort. Und oder Ubuntu installieren möchten auf dem Laptop. Und die hatten jetzt große Lust, weil die ihre Räume im Generationentreff zu klein wurden, dass sie eben auch hier die Infrastruktur mitnutzen können und sich hier treffen können. Also die sind auf jeden Fall auch da. Und natürlich haben auch junge Leute haben Eltern und auch von den Eltern gab es dann oder auch schon ja die Lust einfach hier mitzumachen und eben beizutragen, dass hier auch eine Betreuung da ist und so weiter und so fort. Cool. Ja. Also Anliegen ist schon da, wirklich quer durch alle Bevölkerungsschichten, sowohl was Alter angeht, was Einkommen angeht, was herkunftlicher Art angeht, da ein Angebot zu haben, das alle anspricht. Für wie lange habt ihr denn das Haus jetzt? Wir hatten letztes Jahr ist der Gemeinderatsbeschluss ergangen, da ging es um vorläufig 70.000 Euro fürs vergangene Jahr, aber perspektivisch ist das ganze Programm hier auf 5 Jahre angesiedelt.
Gut, es ist noch zu früh zu fragen, wie es läuft. Aus deiner Perspektive wahrscheinlich. Ja, also es muss, also ich schaue jetzt gerade, dass ich personell noch ein bisschen mehr Ressourcen hier rankarren kann, also gerade auch um Öffnungszeiten ausweiten zu können, einfach so ein bisschen praktisch Rezeption, also Rezeption in Anführungszeichen, aber halt auch die Werkstatt zu betreuen und so weiter. Aber mein Ziel ist ja Ende 2018 das Ganze hier besenrein einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger übergeben zu können, und es läuft von selber weiter und ist alles großartig, und momentan sind wir da, glaube ich, auf dem Weg schon recht gut unterwegs, ja. Warum willst du da aufhören? Auch wenn was Erfolg, also ist da nichts Langweiligeres als ein erfolgreiches Projekt. Da muss man sich neue, Okay. da muss man das nächste suchen, was man, ja. Verstehe, wie viel seid ihr jetzt da? Ich bin selber praktisch der Einzige, der festangestellt ist, um das zu betreuen. Und wir haben einen Slack-Chat, da sind irgendwie 22 Leute drin. Und wie viel? Ich krieg gerade eingeflüstert, es sind mittlerweile 30, okay. Wow, das ist ja viel. Das ist so, ja, das ist der harte Kern so ein bisschen, und darauf, also tatsächlich ist im Slack momentan noch niemand aus der, doch ein Luni war es aus dem Wikipedia-Umfeld. Da außenrum gibt es dann noch praktisch noch mal ein paar Zwiebelschalen mehr von Leuten, die dann so kommen und gehen, ja. Aber ein harter Kern von 30 Leuten, der Respekt, ja, das ist nachhaltig. Ja, mehr geht immer. Also, es Ja, aber ist, geht immer, weniger geht ja. auch. Ja. Ja, das stimmt, ja. Das wird von der Stadt vollständig finanziert. Also die muss keine Miete zahlen, keinen Strom. Genau, also momentan zahlt die Stadt die Miete, wobei mein Job gerade ist, praktisch jetzt mittelfristig dann eben auch noch Drittmittel ran zu karren, dass man dann eben da wieder auch Einnahmen generiert und dass man auch dann Räume irgendwie dann auch untervermieten kann, wenn jemand hier eine Veranstaltung haben möchte und sowas in der Richtung. Ja. Wir möchten ja noch größere Anschaffungen machen. Also ein Lasercutter reicht ja nicht. Es müssen mehrere Lasercutter her. Warum? Weil es geht. Also Ach ich, so. und weil es toll ist. Nein, Quatsch. Ich meine, das sind die kritischen Anschaffungen, die, weil sie einfach so teuer sind, nochmal noch ganz, ganz andere Möglichkeiten reinbringen, und die halt durch ihre Seltenheit einfach und durch ihre, die bringen halt eine Zugkraft auch nochmal her. Wo Leute auch wirklich sagen, okay, wenn ich das mitnutzen kann, dann mache ich dafür auch noch das und das dafür im Austausch quasi, ja. Ich war in Dresden auf dem, wie heißt es? Da war ein Barcamp, Bibliotheksbarcamp. Und da in der Universitätsbibliothek von Dresden ist auch so ein Makerspace mit Lasern und. Und wir wurden auch durchgeführt, aber die Führung war irgendwie nicht inspirierend. Okay. Ich meine, weil mir ist nicht klar geworden, warum braucht man diese, wie du sagst, automatisierten Klebepistolen. Sie waren immer so das Weihnachtsbaumkugeln und Architekturmodelle für Architekturstudenten. Ach was, nein. So, und das war irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich dachte, man kann nicht da Legosteine nachbauen, aber die Technik gibt es noch nicht her, oder? Doch, also Legosteine könnte man durchaus drucken auf dem 3D-Drucker, doch, auf jeden Fall. Also ich meine, die ersten Sachen, die hier gemacht wurden, tatsächlich waren auf dem 3D-Drucker. Also wir hatten hier wir haben eine Brandschutztür zum Beispiel, die so einen Haltemagnet hat, damit die aufgehalten wird, und die Halterung vom Magnet war abgebrochen. Binnen eines Tages hat es jemand mit dem Messschieber abgetickert und hinterher nachgedruckt gehabt. Oder wir haben Halterung für Lautsprecher auf der Leinwand gedruckt und sowas in der Richtung. Also und vor allem, wo es halt auch spannend wird, ist dann für Prototypenbau. Also gerade mit diesem Sensornetzwerk, wenn man da irgendwie eine Halterung braucht oder eine Befestigung für irgendwas. Und bevor ich irgendwas dann mit Gaffer und Kabelbinder hinfrosche, was so halbwegs muckelt, dann mache ich doch gleich, design ich es richtig und kann es ausdrucken. Und jetzt sind die Pläne online und jemand kann es auch nachmachen vor allem. Also auch wieder freies Wissen, und Leute können es nachnutzen. Ich glaube, gerade das mit dem Nachnutzen ist eigentlich der Punkt, der am spannendsten ist, dass wenn jemand sagt, ich habe eine Lösung für ein Problem, und ich lade es einfach hoch und teile es mit der Welt, und Leute haben dann praktisch können es reproduzieren, haben einfach Maschinen, die mit diesen Plänen was anfangen können, und auf einmal
habe ich jemanden, der in, weiß der Geier, in Indien das Problem hatte und hat es gelöst und ich nehme seine Vorlage oder ihre Vorlage und lasse es hier in Ulm aus dem Drucker rauslaufen. Und das ist halt schon was Cooles. Also. Ja, das spielt auch in dieses, wie hieß das, Prosumenten-Ding rein. Ja. Also wo Produzenten, Konsumenten, wo das verschmilzt. Ja. Ich kenne das mit das Beispiel mit Segeln, also Schnittmustern für Surfer-Segel. Mhm. Dass man die sich halt runterladen kann und sich dann vor Ort, da an dem See, wo man da halt jetzt hingereist ist, sich das Segel machen lässt, um es nicht transportieren zu müssen. Ja. Oder OpenDesk gibt es zum Beispiel auch, da kann man dann Vorlagen für Möbel runterladen. Und wenn man eine CNC-Fräse hat, kann man es dann praktisch ausfräsen aus großen Holzplatten. Wenn man keine CNC-Fräse hat, dann findet man praktisch einen Vertragspartner von denen, der es einem dann fräst und aufbaut. Das ist halt dann. Letzten Chaos Communication Kongress haben sie gezeigt, wie sie sich Schlüssel selber gefräst, Sicherheitsschlüssel selber nachgefräst hat. Aber dieses Fazit war auch, das ist so aufwendig, dass nur ganz wenige dann auch können. Aber einfache Schlüssel könnte man sich auf die Art und Weise halt dann irgendwo fräsen lassen. Ja, Oder einfache IKEA-Bauteile. Ne? Ja, klar, also man, das ist halt schon spannend. Also auch gerade dieses, also Common Space Peer Production sagt mir so schön, dass man halt wirklich auch sagt, lass uns gemeinsam an einer Lösung arbeiten für irgendein Problem. Ich mach den Teil, du machst den Teil und hinterher wird es ein großes Ganzes, weil man zusammenarbeitet, ja. Was sind so die nächsten Sachen, die ihr macht? Ja, wir sind jetzt also an diesem LoRaWAN, also Sensornetzwerk-Thema, sind wir noch eine Weile dran, denke ich mal. Mhm. Es laufen jetzt mehrere Workshops nochmal an im Stadtjugendring, also von 3D-Drucke deinen Schmuck für Kinder zum Beispiel. Über eben auch gerade diese ganzen, es soll Maker-Nachmittage, Maker-Abende geben für Kinder und Jugendliche auch. Wir möchten vom OK-Lab aus, also von diesem Open Data, aus der Richtung her, möchten wir uns dieses Jahr ein bisschen mit Wahldaten beschäftigen. Was man daraus alles machen kann. Und was für uns immer, also das ist von der Genese her, wie praktisch die Gruppe so ein bisschen entstanden ist, da war immer Nahverkehr und vernetzte Mobilität hat eine große Rolle gespielt. Und da möchten wir auch dieses Jahr ein bisschen nochmal einen Fokus drauf legen und noch mehr Daten befreien und tolle Dinge machen. Cool. Klingt, als ob du da Spaß hast. Sonst würde ich es nicht machen. Das ist ja auch ein Anspruch an eine Arbeit. Ja. Ja, finde ich gut. Geht mir ähnlich. Nee. Also niemand geht ja normalerweise freiwillig in den öffentlichen Dienst. Von daher, das hat schon explizit damit zu tun gehabt, dass es hier einfach, ja, also ich glaube, sowas wäre momentan nirgendwo anders möglich, als hier sowas zu machen. Du schaffst die Zukunft. Ich helfe, nee, andersrum. Ich schaffe die Hülle, dass andere die Zukunft mitschaffen können gemeinsam, ja. Mhm. Schön. So, das Bild zu dieser Sendung. Willst du da ein paar Worte dazu sagen? Wir haben noch gar keins ausgesucht, oder? Ich weiß es gar nicht. Du hattest gesagt, entweder ein Bild von dir oder so ein Gemeinschaftsbild. Es gibt entweder ein Bild, wie ich bei der Gulasch-Programmiernacht auf der Wiese sitze und verträumt in den Himmel schaue. Wo war das? In Karlsruhe. Das ist. Ach so. Ach, da hatte Charlie auch davon erzählt. Genau, das ist am ZKM. Das ist ja auch so eine CCC-Veranstaltung ein bisschen, die ja auch über Jahre krass gewachsen ist und da sitze ich in einem Jugendhack-T-Shirt auf der Wiese und schaue nachdenklich oder verträumt, keine Ahnung. Die andere Option wäre ein Gruppenbild, gerade von diesem OKWiki-Workshop, wo wir einfach hier vorm Aquarium, ich glaube, das ist das bessere Bild von den beiden, ja, das passendere, wo wir alle in den Hoodies dastehen und in die Kamera lachen und im Hintergrund ist das Aquarium zu sehen, also praktisch dieses Schaufenster, was wir haben, vorne dran von der Eingangsfront her. Mhm. Und hast du dir auch schon überlegt, was für Musik ich spielen soll? Das habe ich vollkommen verdrängt. Überlegst es dir noch, sagst mir Bescheid und ja. Die Hörer lassen sich jetzt überraschen, was es jetzt auf die Ohren gibt. Oh Gott, es tut mir jetzt schon leid. Nee, komm. Freilizenzierte Musik kann nicht schlecht sein. Ist ja frei. Kann man sich nachdrucken. Stimmt. Genau. Das wäre tatsächlich auch noch so ein Ding, also wenn man hier in jeder Stadt liegen ja noch so Schätze, also von Kulturdaten, von alten Stadtplänen und so weiter und so fort, bis hin zu vielen Städten, die Orchester haben und wo man ja auch mal überlegen kann, ob man Musik noch befreien könnte, indem man sie einspielen lässt und dann ja Konzertan auch da hätte. In Hamburg haben sie gerade mit
Musikinstrumentenhersteller Musikinstrumente fotografiert. Ja. Also da ist noch sehr viel möglich in Frankfurt. Ja. Oder gibt es eine Sammlung von alten Musikinstrumenten? Da war ein Musikentertainer, der skurrile, also besondere Instrumente gesammelt hat. So lauter einzigartige. Aber ich mag ja lieber die Töne, die aus den Instrumenten rauskommen. Die Es ja gibt auch so, noch. Aber das ist ein ja. bisschen schwierig in Wikipedia. Die Technik gibt es nicht so ganz her, da wirklich schön damit umzugehen. Ja, gut, das stimmt, ja. Ich danke dir für dieses großartige Gespräch. Du meine Güte, so schnell ist eine Stunde rum. So schnell ist es nur. Ja, ich danke für die Möglichkeit, teilzunehmen, ja. Ja, willst du noch irgendeine Werbung loslassen? Moment, da muss ich den Kompressor hochdrehen. Werbung. Wenn auch Sie wissen möchten, was demnächst im Verschwörhaus los ist, gehen Sie auf www.verschwörhaus.de. Ding, 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 Verschwörhaus. Super. Dann, ich danke dir fürs Gespräch und bis Ja, demnächst. danke Tschüss. auch. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle.
Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.